Hallo zusammen, ich bin der Sascha, hab heute den... Ja, hallo zusammen, ich bin der Sascha, hab heute den Carsten zu Besuch. Servus. Wir werden heute meine Bremse entlüften. Dafür brauchen wir eigentlich nur dieses Bleed Kit von SRAM. Das gilt für alle SRAM-Bremsen. In meinem Fall ist es jetzt die SRAM Guide, die wir heute entlüften werden. Ich würde sagen, wir fangen an. Ja. Was brauchen wir für die Bremsentlüftung? 2,5er Imbus, ein 10er Torx, ein 25er Torx und dann kann es losgehen. Okay. So, erster Schritt vorm Entlüften, stellen sicher, dass unsere Contact-Point-Verstellung, falls die Bremse das hat, komplett rausgeschraubt ist. Sprich, dass der Druckpunkt so weit wie möglich vom Lenker weg ist. Mhm. Bedeutet, gegen den Uhrzeigersinn das Rädchen auf Anschlag drehen. Was kann ich eigentlich machen, Carsten, wenn ich hier Probleme habe, das Rädchen zu drehen? Wenn da jetzt irgendwie viel Dreck reingekommen ist und ich das einfach nicht mehr bewegen kann. Gibt es da irgendeinen Trick? Kann ich da gibt es einen ziemlich guten Trick. Und zwar nehmen wir unsere Zange, um die Kette zu öffnen. Ja. Und damit passt genau aufs Rädchen drauf. Wir können ohne Kratzer das Rädchen ganz schnell wieder gängig machen. Das ist ein guter Hinweis. Nächster Schritt, Bremsbeläge entfernen. Zuerst den Sicherungsring hinten. Mhm. Den entfernen wir einfach. 2,5 mm Imbusschlüssel. Sicherungsstift entfernen. Jetzt kann ich die Belege mit der Feder rausnehmen. Mhm. Und wenn wir die Bremse entlüften, wollen wir, dass die Kolben in der richtigen Position sind. Deshalb in jedem Bleed-Kit, was du vorhin vorgestellt hast, sind alle notwendigen Bleed-Blocks mit drin. Ja. Einfach in den Sattel reindrücken. Dann können die Kolben sich nicht mehr bewegen. Kolben können sich bewegen. Der Bleed-Block hat sogar ein Loch drin zur Sicherung. Falls ihr euch unsicher seid, fällt er raus, fällt er nicht raus. Können wir den Bleed-Block einfach nochmal mit der Schraube hier sichern. Mhm. So, jetzt können wir einfach zum Entlüften gehen. Nächster Schritt, den wir machen, Spritzen befüllen, Spritzen vorbereiten. Dann haben wir es schon. Ja. So, wir haben zwei Spritzen hier aus dem Entlüftungskit. Wir haben die Bremsflüssigkeit. Die Spritze mit diesem Anschluss ist für den Bremshebel. Die Spritze mit diesem Anschluss ist für unseren Bremssattel. Das ist der sogenannte Beading Edge Adapter, der an allen Guide-Sätteln, Code-Sätteln und Level-Sätteln passt. Die obere Spritze befüllen wir ca. 2/3 mit Dot. Die untere Spritze ungefähr 1/4. Da muss nicht viel rein. So. Dann können wir zum Entlüften vorgehen. So, hier unten beim Bremssattel haben wir den sogenannten Bleed-Port hier unten. Mhm. Du solltest mal Probleme haben mit dem Bleed-Port, falls du den nicht aufbekommst mit dem Adapter, kannst du mit einem 4er Imbusschlüssel hier rein und das Ganze kurz gängig machen. Ah, okay. Ja. Ansonsten, der Bleeding Edge Adapter rastet richtig ein. Oben am Hebel brauchen wir einen 10er Torx. Der Hebel muss nicht waagerecht oder senkrecht in irgendeiner Position montiert werden, Fahrposition, weil in der Position ist die Entlüftungsöffnung der höchste Punkt. Okay. Und das wollen wir. Also reicht das aus. Das wollen wir. Habe ich in der Vergangenheit selber jetzt auch oft gemacht, dass ich die extra schräg gestellt habe. Ja. Aber hier schließen wir die Spritze einfach an, das Gewinde rein. Was wir jetzt machen, wir öffnen unten den Bleeding Edge Adapter, einfach ganz normal eine halbe Umdrehung bis eine ganze Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn. Jetzt ist unten die Spritze offen. Mhm. Jetzt können wir die obere Spritze nehmen und drücken einfach ca. 3/4 von der Füllung durch die Bremse durch. Dann verschließen wir die Spritze hier oben. Hier unten verschließen wir den Bleeding Edge Adapter wieder, ziehen ihn ab. Mhm. Damit ist der Bremssattel schon fertig entlüftet. Letzter Schritt beim Bremsentlüften ist eventuelles Vakuum aus dem Hebel ziehen und ziehen mit Verstand Vakuum. Das heißt, wenn ich jetzt die Spritze bis hier oben reiße und eine halbe Stunde halte, kann ich mich eine Stunde hier hinstellen und entlüften. Okay. Also mit Verstand ein bisschen Druck aufbauen hier. Weil wenn das Vakuum jetzt in der Spritze zu groß werden würde, wird er quasi wieder oben die Luft ziehen. Ich ziehe Luft teilweise hier an den Dichtungen vorbei. Ja, also wie gesagt, mit Sinn und Verstand Vakuum ziehen, dann die Spritze wieder lösen. Ein bisschen Flüssigkeit in den Hebel reindrücken. Ich kann dabei schon den Hebel mal betätigen, gucken, habe ich einen Druckpunkt, ist er schon da, ist schon da. Das Ganze mache ich 2-3 Mal, wie gesagt, mit Sinn und Verstand. Dann das Ganze einfach loslassen, weil wenn ich Druck drauf gebe, wir haben hier oben im Bremshebel den Blätter drin. Ja? Ja. Und wenn ich jetzt Druck drauf gebe und die Spritze lösen würde, ich kann den Hebel quasi überfüllen jetzt, aber sobald ich die Entlüftungsöffnung, wenn ich die Spritze abschraube, dehnt sich der Blätter wieder aus und mir kommt das Ganze. Die ganze Bremsflüssigkeit entgegen. Okay. Das heißt, ich drücke mal hier, lasse die Spritze aber wieder los, lass sie einfach runterhängen. So. Jetzt verschließen wir den Bremshebel wieder mit 10 mm 10er Torx-Schlüssel. Die überschüssige Flüssigkeit, also die Bremsflüssigkeit, nehme ich entweder Isopropylalkohol zum Abwischen oder ganz simpel Wasser. Letzter Schritt, den wir dann machen müssen, wir bauen die Bremsbeläge wieder ein. Ja. Wieder unser 2,5 mm Imbusschlüssel, den Sicherungsstift wieder rausschrauben, den Bleedbock entnehmen, Bremsbeläge mit Feder zusammen, einfach von oben reinsetzen,
Kasten ein, Sicherungsstift wieder durch. Wenn ihr ein paar neue Bremsbeläge kauft, jedem Satz Bremsbeläge ist ein Sicherungsstift bei, ist eine Feder bei für die Belege und der Sicherungsring hier hinten. Kann es auch passieren, dass wenn du den Bleedblock rausziehst und zu lange wartest, dass die Kolben sich langsam wieder ins Innere verschieben? Nein. Oder? Nein. Der Grund für den Bleedblock, warum wir den Bleedblock benutzen, ist einfach, wir wollen sicherstellen, dass immer die gleiche Menge Flüssigkeit im System ist. Mhm. Rein theoretisch könnte ich die Bremse ohne Bleedblock entlüften, aber wenn die Belege abgefahren sind, bekomme ich zu viel Flüssigkeit ins System, mache ich neue Belege rein, kriege ich die Bremse nicht mehr schleifrei, Bremse blockiert. Mhm. Von daher, mit dem Bleedblock stelle ich sicher, immer die gleiche Menge Flüssigkeit ins System ist. Jetzt Hinterrad einbauen, fertig. Und dann sind wir durch. Ja. Prima. Ja, Carsten, vielen Dank für deine Hilfe, wieder viel gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Und wenn ihr auf dem aktuellsten Stand immer bleiben wollt bei uns und viele neue Technikkniffe und Einbauanleitungen und Co. mitbekommen wollt, dann könnt ihr uns gerne abonnieren, unseren Channel. Und bei Fragen in den Kommentaren gerne fragen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus. Ja. Scheiße. Und ihr nehmt das alles auf. Yeah.